Nächste Rednerin ist die Kollegin Phyllis Pollard, Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Es ist und bleibt ein schwarzer Tag für unsere Demokratie. Und Herr Lindt, Sie brauchen da gar nicht sich zu freuen, wenn Sie von Seiten der AfD und Union Applaus kriegt. Das zeigt schon, welchen Stellenwert das Migrationspaket hier in diesem Hause hat. Sie verlieren mit diesem Abschottungs- und Abschiebepaket. Diese Bundesregierung verliert mit diesem Abschottungs- und Abschiebepaket nun vollends Maß und Mitte in der Migrationspolitik. Und meine Damen und Herren, es ist und bleibt so, dass Sie massive und unverhältnismäßige Einschnitte in die Grund- und Menschenrechte auch von abgelehnten Asylbewerbern vornehmen. Und das Grundgesetz gilt auch für Menschen, egal welcher Herkunft, auch für abgelehnte Asylbewerber. Ich will noch mal auf zwei, drei Punkte eingehen. Ich habe nicht mehr viel Redezeit. Sie beschließen heute, dass Familien mit Kindern, denen allenfalls zur Last gelegt werden kann, nicht ausgereist zu sein, mit teils gefährlichen Straftätern in Gefängnissen untergebracht zu werden. Und meine Damen und Herren, um das auch noch mal zu sagen, fatal, und da hat der Deutsche Anwaltsverein noch mal darauf hingewiesen, weil die Anforderungen schon heute oftmals nicht ausreichend beachtet sind. In Abschiebehaftsachen, Frau Högel, und das wissen Sie, korrigierte der Bundesgerichtshof seit 2015 jede dritte Entscheidung. Das heißt, jede dritte Haft in Deutschland war rechtswidrig von Menschen, die keine Straftat begangen haben. Und vielleicht noch eine Zahl. Johanna Schmidt-Rensch, Richterin am BGH, stellte schon 2014 fest, die Amtsgerichte hätten sich bei einer BGH-Prüfung in einem bemerkenswerten Umfang als rechtswidrig herausgestellt. Und wissen Sie, wie die Zahl war? 85-90%. Und das ist der Skandal in Deutschland. Und was machen Sie? Sie machen die Geflüchteten dafür verantwortlich. Und so wundert es nicht, dass 22 Anwalts- und Richtervereinigungen, Kinderrechts-, Wohlfahrts- und Menschenrechtsorganisationen insbesondere an die SPD appellieren, dieses Gesetz heute nicht zu verabschieden. Und auch die Menschenrechtskommissarin des Europarates schaltete sich letzte Woche ein. Dieses Gesetz habe das Potenzial, die Aktivitäten von NGOs zu kriminalisieren, die Meinungsfreiheit zu beeinflussen und Menschenrechtsverteidigerinnen bei ihrer Arbeit zu beschränken. Das ist die Einschränkung des Grundrechts auf Meinungsfreiheit, meine Damen und Herren. Und diesen drohen Sie Haft an. Die Union, allen voran Innenminister Seehofer, Sie haben sich schon längst von Ihren christlichen Idealen verabschiedet und wandeln auf rechtsstaatlichen Abwegen. Aber dass von der SPD im Bundestag so wenig Gegenwehr kommt, ja, Sie verteidigen dieses Migrationspaket noch, das ist wirklich erschreckend, meine Damen und Herren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb appellieren auch an Sie, Ihre eigenen 100 fachpolitischen Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, die in Ihrem Brief massive Kritik äußern, es übertreffe Ihre schlimmsten Albträume. Dieses Gesetz ist und bleibt eine humanitäre und rechtsstaatliche Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Wir werden diesem Gesetz nicht zustimmen.